Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja nicht allzu viel zu tun. Ich hoffe, dass das heute besser wird. Wir können, glaube ich, nochmal mit Oma reden, oder? Ja. I hope you get the chance to reconnect with Lena. The two of you had so much fun when you were little. Oh, I remember. Oh, well, except that one time when one of her chickens nearly pecked all of the feathers off of one of ours. Oh, that's right. Nasty little bird bully. Well, I made him into coq au vin after he died of natural causes. Anyway, Lena won't say much about it, but I think she and Parker are having some difficulties. I'm sure she could use a good friend right now. Lena, okay. Aber wir müssen uns erstmal kurz um unser Gemüse kümmern. Hier müssen wir nochmal gießen. Ich glaube, die haben wir einen Tag später angelegt. Kann das sein? Weil die sehen nämlich auch schon ziemlich gut aus. Oh, die Möhren. Ah, nee, die Möhren müssen wir nochmal gießen. Aber die sehen auch schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Das machen wir einmal neu. Und hier sieht man auch schon den Unterschied, ne? Rechts sind halt die Bohnen so, ja, Blüten sollen das, glaube ich, sein, ne? Da sind Blüten noch dran und hier links können wir sie schon einsammeln. So, gib Thomas die Bohnen. Die Frage ist jetzt natürlich, ich will jetzt hier nichts Falsches anpflanzen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Bohnen habe ich schon mal. Die haben wir auch. Kartoffeln haben wir, glaube ich, als einzige noch nicht. Ne? Wir haben Weizen auf der anderen Seite. Würde ich sagen, dass wir die Kartoffeln da nochmal anpflanzen. Natürlich auch direkt schon mal begießen, wollte ich gerade sagen. Direkt schon mal gießen. So, und dann machen wir das, was wir beim letzten Mal komplett vergessen haben. Beziehungsweise gehen zu demjenigen, den wir komplett vergessen haben. Und zwar zu Thomas, der eventuell noch zu Hause ist. Ich bin mir nicht sicher. Ah, nein, 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 nein. Ich habe da oben noch was gesehen. Bitte sag, dass das Unkraut ist. Bitte sag, dass das Unkraut ist. Ja, wir müssen noch mal eben zurück. Ich habe Unkraut gesehen. Achso, ich kann ja gar nicht hüpfen. Da kann ich noch so wie blöde da drauf drücken. Das funktioniert dann nicht. Okay. So, Unkraut. Ja, bitte. Dass das einen Tag dauert, ist mir sowas von schnurzpiep egal, weil danach können wir nämlich das letzte Beet machen. Und dann würden wir bei der Oma wahrscheinlich auch weiterkommen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich ihre Quest. So. Ist er zu Hause? Das ist die große Frage. Ja, er ist zu Hause. Thomas, hallo, bleib stehen. Lass uns erstmal quatschen. Nein, dann lass uns halt nicht quatschen. Hi, Thomas. I've got some green beans for you. Grandma said you needed them to make an order. Oh, she did. Huh. Well, thank you. That will be a help. Stay there a moment. I got something for you. Hello? Who are you? What's it? You can see me? Well, yeah, you're standing right there. Oh, it's just most humans don't take much notice of me. My family and Thomas's family got a long history. I like to help out where I can. I do too, I guess. You must be a good witch then. Wait, how did you know I was... Where did she go? Where did who go? the cat. You know, the stray? Right. Well, here's something for helping me out. It's not much, but it's what I have. Thanks, Thomas. Ich finde das ja toll, aber ich habe so gehofft, dass er mir vielleicht einen Spitzhacke oder sowas jetzt in die Hand drückt. Aber gut, 150 ist natürlich wahnsinnig viel, aber wo ist jetzt das kleine blaue Wesen hin? Was war das? War das so eine Art Elfe oder was? Oder die sah aus, als ob sie, keine Ahnung, mitten aus dem Bergwerk kommt oder so. Also so optisch irgendwie von den Klamotten her. Oh, ich will wissen, ich will mehr Info, ich muss... Oh... Ich will weiterkommen in der Geschichte ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Gibt es keinen Beschleunigungszauber für die Geschichte? Das wäre cool. Oh, Leute. Jetzt habt ihr mich noch mehr angefixt. Das finde ich nie nett von euch. Hi. Hey,
How's farm life treating you, City Mouse? It's, wearing me out, to be honest. Then don't forget to stop in at my place. I've been working on spring cocktail flavors. Ja, das ist nett. Und wir haben ein Herz voll. Bleib stehen. Die ist aber schon weg. Nein, sie ist noch da. Stopp, 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 stopp. Ah. Amira, do you have bags under your eyes? Your skin is so perfect, I didn't think that it could manifest bags. Ah, you can tell that I was out late last night. I have a friend I go see some nights. And when it's good, it's very good. But we're very similar, so when it's bad, one of us always ends up storming out. Last night it was me. Okay. Stimmt das oder war die jetzt auch mit dabei? Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Ah, hallöchen. Hazel was so excited you were coming. It's all she could talk about. Why have I never seen you before now? Oh, my dad and grandma had a falling out. It's kind of a long story. Hey, say no more. I know what it's like to be estranged from family. Well, I'm glad that they patched things up. Du warst doch der eine von dem schwulen Pärchen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Dann könnte ich verstehen, was er mit diesem Satz meint. Auch wenn es sehr schade ist und ehrlich gesagt auch total überflüssig, weil, ganz ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert. So eine Muschel brauche ich. Ich weiß nicht mehr wofür. Ich glaube für das Hexenrezept, oder nicht? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss da mal eben nachgucken. Da oben ist auch noch was ich... Was ich... Ach, dingsen kann. Wegnehmen kann. Pflücken, genau. Pflücken. Dann schauen wir mal eben... Das macht mich so wahnsinnig, wenn die dann so im Schritttempo da hochjoggt. Sorry, aber... Oh, ich will jetzt alles erledigen und ich komme nicht dazu, weil die hier so rumtrappelt die ganze Zeit. So, war das hierfür? Es war fürs Erste, ne? Ernteschubtrank. Sollte ich die nicht sogar herstellen? Für den brauchte ich was anderes. Da brauche ich die Erde für. Oh. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich irgendwie mit der Spitzhacke oder vielleicht mit der Wrench oder sowas weiterkomme, wenn ich das mit dem Beet mache... Weil das ist ja Omas Quest. Ich denke mal, dass sie mir, weil sie mir auch die Axt gegeben hat, dass sie mir die Spitzhacke auch geben wird. Andererseits ist das natürlich auch cool, ne? Das ist die magische Seite hier. Aber das können wir auf jeden Fall herstellen. Gieße diesen Trank, um mehr Erzeugnisse aus einer Ernte zu gewinnen. Das stellen wir erstmal her. Das finde ich ganz cool. Und das dauert jetzt 8 Stunden. Das heißt, ich kann dann, oder ich muss dann am nächsten Tag wiederkommen. Soll ich mit dir eigentlich nochmal reden? Wegen dem Typ da? Wegen dem... Nee, oder? It will be good to have the garden in full bloom again. Nee, okay. Da sagt's immer noch das Gleiche. Na gut, Oma, dann nicht. Dann bin ich erstmal in der Stadt, ja? Ich komme dann in ein paar Stunden wieder. So, wir haben 9.20 Uhr. Alle, die faul sind und nicht um 8 Uhr am Arbeiten sind, sollten jetzt aber auf der Arbeit sein. They say spring is a time when love is in the air. But the only thing in the air around here is smoke from my forge. Yeah. Ist doch nicht schlimm. Man kann immer nach draußen gehen und da frische Luft bekommen. Alles kein Thema. Falls meine Stimme sich übrigens leicht komisch anhört, das liegt daran, ja, dass ich halt immer noch krank bin. Sometimes Francis invites me to join him for a romantic beach stroll when he goes searching for pearls, but just look at me. I don't tan, I burn. Painfully. Naja, ich meine, ich habe auch eine Freundin gehabt, die war immer käseweiß. Das ist nicht so schlimm. It was very kind of you to humor my father, but don't worry, you don't have to waste your time fishing. I don't think it's a waste of time. Oh, well... Enjoy all the, bracing smells that come with a fresh catch, then. Ja. Genau. Der ist irgendwie genauso hochnäsig. Hey, Schätzchen! Honig? War da gerade Honig drin? Thanks again for helping me out with the thistles. No problem. Have you planted the tulip seeds I gave you?
If you grow flowers in your garden beds, you can attract bees. First, you need to build a beehive for them. Here's some instructions. If you keep the bees happy, they'll make honey and beeswax. The more flowers, the faster the bees can produce honey. So plant plenty. Do I really want to keep bees, though? Won't they sting? Bees can feel your intentions. You just have to come at them with the right energy. Come back when you have honey to sell, and I'll buy some from you. Und wie machen die Imker das denn? Ich meine, die haben ja die Absicht, den Honig zu klauen. I know it's not technically Otto's fault that my dad isn't mayor anymore, but sometimes I think I should just move my shop so it isn't right next door to town hall. Having to watch him do his self-important walk by my windows every morning is tough. Ja, vor allen Dingen so wie er ist und so, ne? Neue Blaupause. Was brauche ich denn dafür? Das muss ich zu Hause direkt mal angucken. Ah, ist jetzt unser Herz größer geworden oder ist das... Ich weiß nicht. Irgendwas an dem Herzen hat sich getan. Mit euch reden wir auch nochmal. Why does Shelby live in a cabin in the woods? My dad could build him a house in town if he wanted. Maybe he likes living out in the woods. No way. We rented a cabin one summer and no one liked it. It was cold and there were spiders and you had to pee in an outhouse. I just think some grown-ups pretend going camping is fun to impress other grown-ups. Also ein Plumpsklo würde ich auch nicht haben wollen, bin ich ganz ehrlich. Die Sache mit den Spinnen und mit den kleinen Tieren und Mücken und so ist natürlich schon scheiße. Aber ansonsten würde ich so dermaßen herbe lieben, irgendwo Richtung Wald zu leben, ne? This morning, Violet saw my shirt, told me it looked bad and made me put on another one. And actually, she was right. This one does look better. She's really good at that stuff. I wish she could sell clothes instead of flowers. But she said, shirts don't grow on bushes and flowers do. Also ich merke das schon. Wir müssen dir ins Gewissen reden und dafür sorgen, dass sie ihre eigene Boutique eröffnet. Das geht nicht anders. Hey, how's school going? Okay, I guess. If I tell you a secret, promise not to tell anyone? Sure. I liked the old Mrs. Soft better. The old Mrs. Soft? Yeah. Mayor Soft's mom used to be the teacher. But then she died and his wife took over. The old Mrs. Soft was really nice. Die neue wohl eher nicht so, denke ich mal. Lena told me when you guys were kids, there used to be a movie theater here. Yeah, I remember that. It only had one screen, so you just had to watch whatever was playing. Oh, still, that was something. Sometimes I think about ordering a projector with my babysitting money. Ja, warum auch nicht, ne? Your father-in-law just taught me how to fish. But I bet you're an expert by now, huh? Well, not really. I get seasick, you see. You could surf fish. Oh, I wouldn't want to risk hitting Kai. You never know when he might take a wave all the way into shore. Na, also ich habe da kein Problem mit. Dann muss er halt bei uns einen Zwischenstopp machen. Das ist ja, ne, wir sind ja immer noch Single. Wir müssen uns ja immer noch einen aussuchen. Und ich habe da ja nur zwei im Auge. You should feel free to come by the Consciousness Center anytime. I wasn't sure what to make of it when Messenger Connor first moved here, but it's chill. It's just about trying to be a better person. Aha. Ich meine, gut. Es ist nie verkehrt, ein besserer Mensch zu werden. Wobei viele so ein Brett vom Kopf haben. Ja. Bin ich jetzt? Ich bin nicht in der richtigen Richtung, aber dann können wir noch mal kurz mit dem Typen hier quatschen. I think every community needs a place to gather. Well, what about Damon's Bar? Ich wollte gerade sagen. I mean, healthy place. Das ist doch nicht lustig. Vor allen Dingen, das macht doch gar keinen Spaß. Dann gehe ich lieber in die Bar, also ganz ehrlich. So, bei den beiden muss ich noch dringend rein. Hallo. Achso, mit dir habe ich heute Morgen schon gesprochen. Okay. Dann... Ach ja, 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 ja. Ich muss Fischbrötchen, Fischstäbchen verkaufen. Minaj, this pan needs replacing. Sophia, you mentioned moving here. Did you move here from Italy? Oh, no. Giacomo did. So did my Nonna 60 years ago. But my mama raised me in the suburbs outside the city. I still absorb plenty of Italian slang. Like this pan is a scocciamento. A pain. Okay.
So, Fräulein, wir müssen verkaufen. Heute redest du dich nicht raus. Sehr schön. Diese Gegenstände sind jetzt erhältlich. Pizza, irgendein Kuchen und keine Ahnung, was das Linke darstellen soll. Filet Wellington. Okay, lassen wir mal einfach so stehen. Nee, da will ich auch raus. Mit dir hatten wir schon geredet, ne? Mit dir hatten wir auch schon geredet. Okay, perfekt. Der hat immer... Nein, jetzt sag mir nicht, der hat dienstags geschlossen. Willst du mich? Nee, ab 11 Uhr. Ich kenne dich manchmal. Dann flirte ich halt so lange mit dem Surferboy hier. Komm mal her. This location is great for foot traffic, but brah. The smells coming out of Sophia's diner totally give me the munchies. Kaufen oder ver... Ich muss noch mal kurz gucken. Wie ist das denn? Safran. Ach so. Safran. Was kann man hier später noch kaufen? Was ist das denn? Seidenraupen. Hallo? Es gibt Leute, die sind allergisch da drauf. Also nicht auf die Raupen, glaube ich, aber auf das Zeug, was sie da... sonst haben die hier nichts. Ach so, der wollte ja Papier kaufen, ne? Der wollte 5 pro Ding verkaufen. Und wir haben nur noch eins. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir das noch brauchen. Wäre aber sonst auch nochmal eine gute Nebeneinnahmequelle. So, Mädel, komm mal her. I remember that you were really into the speech and debate club when you were in high school. You used to practice your talking points on me when you babysat. Oh, I remember that too. I thought about going to law school. But that would mean leaving Fairhaven for too long. And I just can't be separated from this place. War das nicht die, die Probleme mit ihrem Mann hat? So, nein, halt. Ich möchte, weil ich ja jetzt so mega reich bin. Okay, nicht ganz so. Ich möchte nochmal Mehl haben. Da kaufen wir nochmal 5 Stück von. Dann. Das war... Warte, 8 Tage. Und... Warte, 5 Tage. Eigentlich sind die Kartoffeln ja besser, ne? Ich meine, die Weizen können wir so nebenbei auch mal anpflanzen. Ja. Ich würde sagen, dass wir noch einmal Kartoffelsamen holen und noch einmal Bohnen holen, damit wir da zumindest noch so ein bisschen was im Petto haben. So, 11 Uhr, dann ist der da hinten auch fertig. Hier können wir noch mal... Have you met Juliet? She comes by here a lot. I don't mind. There's not that many kids in town for her to relate to. Keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Das ist aber nicht die kleine lilane Elfe, oder? Ja, er hat mal wieder zu. Ja gut, wir haben ja jetzt gleich 11, dann können wir direkt wieder... Bruno! Damon's let me stay on his couch when I've been in my cups a bit more than I should. His place is nice and all, but he's got chicken bones everywhere. No wonder Kim's butcher is always out. Ich will ja nichts sagen, aber der redet immer nur vom Saufen, der Kerl. Ich weiß auch nicht. Das scheint ein stressiger Job zu sein hier mit dem Angeln. So, kannst du vielleicht mal ein bisschen schneller kommen? Ich möchte Köder kaufen. Dankeschön. So. Ja, gut. Die kosten 4, das ist natürlich nicht so teuer. Ich kaufe mal 10. Ich meine, im Moment können wir es uns ja leisten. Und wir kriegen ja den Fisch dafür. Das ist also nicht schlimm. Die kosten auch 4. Dann nehmen wir da auch mal eben 10 von. Ja, ich weiß, das ist ziemlich viel. Ich habe das Gefühl, dass die nur... Oh, was haben wir denn da? Den Aal, den können wir noch teuer verkaufen. Oh, ja, 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 ja. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe gerade, entweder war das so wenig Fortschritt, dass ich es gar nicht gemerkt habe beim Einkaufen, oder es levelt tatsächlich nur, wenn man was verkauft. So, den haben auch nur einen von, den verkaufen wir auch mal. Sehr schön, jetzt kann ich endlich die Grillen auch kaufen. Die verkaufen wir natürlich nicht. Also die rechten beiden. Na, Tintenfisch brauchen wir noch. Die Venusmuschel brauchen wir wahrscheinlich zum Kochen. Aber ich verkaufe die mal. Das ist, ich will ja auch ein bisschen leveln können. So, wir können jetzt auch... Was war das denn hier nochmal? Du
Du kannst sie nicht einfangen, vielleicht hilft ein Wandel der Perspektive. Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll. Aber die ist jetzt eigentlich nicht so... Achso, das war Rezepte für Fischfans, okay. Die Frage ist, lohnt sich das? Ich meine, wenn wir jetzt was machen können, was wir vielleicht teurer verkaufen können, was aber nicht so hohe Kosten hat... Na komm, ich würde normalerweise mit Rezepten für Räucherlachs, Bagels, Meeresfrüchte, Paella, wahrscheinlich das, was wir gerade verkauft haben, das müssen wir dann einsetzen. Garnelen und Fischsuppe. Gut, Fischsuppe hört sich vielleicht noch interessant an. Komm, wir kaufen das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber wir machen das jetzt einfach mal so. So, ist schon wieder Let's Play-Zeit quasi schon wieder rum. Meines Erachtens waren wir bei allen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, waren wir bei dir vorhin? Ich glaube ja, oder? Ist schon wieder so lange her. Dun, dun, dun. Ja, bei dir waren wir, okay. Entschuldigung für die Störung. Ich bin schon wieder weg. So, dann... Schauen wir mal. Angeln müsste ich. Und schauen wir mal eben wegen dem Kochen. Genau deswegen bin ich jetzt hier reingegangen. Herdtopf. Hier, Fischeintopf. Nee. Fischsuppe, genau. Ah, ist das euer Ernst? Da brauche ich Milch und... Ja, super. Das hat sich ja super gelohnt. Salat habe ich überhaupt nicht. Und da habe ich gar nicht... Ja gut, die Karotten, die würde ich dann bekommen. Aber das hat sich ja wieder mega gelohnt. Habe ich noch Fisch zum... Muss man mal kurz gucken. Ich habe Tintenfisch. Ich will es aber nicht mit Tintenfisch herstellen. Den würde ich schon gerne behalten. Weil wir daraus ja irgendwie Tinte herstellen, ne? Das heißt, wir machen uns jetzt noch ein bisschen auf zum Angeln. Mit anderen Worten, es wird eine etwas... Oh ja, da ist so ein Fisch drin. Es wird eine etwas längere Folge heute werden, so wie es aussieht. Tut mir sorry. Nein, dich will ich nicht. Ich will dieses klapprige Viech da hinten haben. Ja, fast. Nein, dich will ich trotzdem nicht. Auch nicht, wenn du zweimal anbeißt. Oder hätte ich jetzt einen anderen Köder nehmen sollen? Oh yeah! Es geht auch so. Da sieht er eklig aus von unten. Mal ein Flusskrebs. Mal das, wonach es aussieht. Manchmal auch Edelkrebs genannt. Kann in der Nähe der Farm gefunden werden. Ach so. Ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Wie immer. Wobei die selteneren Fänge, glaube ich, bekommt man ja irgendwie nachts, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Da sind zwei kleine drin, aber meine müden Augen, und ja, die sind wirklich müde, weil wir haben schon wieder 11 Uhr. Meine müden Augen sehen noch zwei Sachen. Die Distel, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die noch gebrauchen können. Aber, ich meine, gebrauchen können wir alles. Und wenn es nur dafür ist, dass wir was verkaufen können, ne? So... Haben wir denn irgendwie über Nacht irgendwas Schönes, so wie Unkraut oder so, bekommen? Natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Das nehmen wir doch direkt mal mit. Wenn das schon hier oben so rumliegt. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass das Angeln nicht ganz so viel Ausdauer verbraucht wie Holzhacken. Unkraut, ja. Und noch eine Distel. Schade. Ich dachte zuerst, das wäre auch Unkraut. Ach, dass man sich mal so freuen würde, Unkraut zu sehen. Das ist ja wirklich... Aber eins haben wir schon mal. Das ist perfekt. Das heißt, wir können dann... In der nächsten Folge müssen wir uns dann wirklich entscheiden. Sind wir heute bei ihm gewesen oder war es gestern? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Well now, your first potatoes didn't look all that bad. Thanks, I think. And how did you know? I stopped by Lena's not long after you. We were admiring your work. No rot, not too many quirky spots on the tubers. Oh, I was definitely checking them over for rot and,
Quirky Spots? Haben wir das? Aber das kleine Viech sehen wir nicht mehr. Also was heißt Viech da? Diese komische Lilane da. Hier sehe ich sie auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist er jetzt hier auf der Ranch oder so, aber... Ich möchte diese Ranch bitte für mich haben. Ich will das alles in Stand setzen. Keiner will, dass ich das mache. Das ist gemein. Da ist, glaube ich, nochmal eine schöne Stelle. Nehmen wir den mal. Vielleicht beißt er dann schneller an, keine Ahnung. Ach, geh doch einfach da weg. Wie der den dann auch immer da raus suppelt wieder. Ein Tintenfisch. Juhu. Wir könnten theoretisch das eine Rezept machen. Oh, mit dir haben wir heute noch nicht gesprochen, ne? Und die Katze, die haben wir auch noch nicht gesehen. Hat der gerade echt gegrinst? Some folks in town are afraid of the woods. I try to ease their minds about it. But it's no use. Hard to reason with irrational fear. Ja, das merke ich im Moment immer mehr. So, hier können wir auch nochmal angeln. Da sind zwei von den Großen drin. Dann nehmen wir mal die Würmer trotzdem. Ein schlängeliges kleines Tier. Was für eine Beschreibung. Ich finde das nur blöd, dass man sich quasi entscheiden muss, welchen Fisch man eigentlich haben will. Weil danach ist ja die Stelle weg. Dann kommt vielleicht schon mal der andere Stelle. Ja, den wollte ich eigentlich haben. Der sah größer und dicker aus irgendwie. Nahrhafter. Und rosa. Okay. Thunfisch. Ein glatter, flinker Fisch, der im Meer vorkommt. Ein epischer Fang. Schatz, Thunfisch, epischer Fang. Ich hoffe, du siehst diese Folge. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. So, warum lese ich das eigentlich auch immer noch vor mit Bruno und Kochen? Ich habe keine Ahnung. Achso, da muss ich ja nach oben, ne? Nicht wegschwimmen, ich komme euch angeln. Wartet auf mich. Ich lasse das übrigens nur drin, weil das ja schon mal unterschiedlich ist, was man fängt und von den Tageszeiten her und so. Nehme ich mal das. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt das eine oder das andere nimmt. Ich weiß es nicht. Da ist so ein dicker Fisch drin und nochmal einmal dieses... Ja, und das Einzige, was ich nicht haben wollte, das kriege ich dann. Ja, dich nehme ich mal, komm. Wobei ich die in letzter Zeit hier öfter gesehen habe, die Form, ne? Nochmal ein Tintenfisch. Ja, krass. Heute geht's richtig ab. Ne, Moment, da oben, das muss blau sein, damit ich das angeln kann. Nee, da war doch nicht. Damit ich das ernten kann. Pflücken kann. So, das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Das ist schon wieder so. Da sind schon wieder alle drei drin. Ach komm, ich nehme jetzt den Wurm. Ich nehme alles. Ich nehme das nächste, was dran geht, wenn es nicht der kleine ist. Na gut, ich hatte gehofft, das ist der große Fisch. Aber ich stehe zu dem, was ich sage. Ah, wie geil, wie geil, wie geil. Ich dachte, jetzt ist es wieder ein Tintenfisch oder so. Das sind jetzt alles nur noch kleine hier, aber ich will ja keine Köderfische angeln. Ich weiß jetzt gar nicht. Im Wald gab es, glaube ich, keine Stelle, wo man angeln konnte. Ja, da sind doch schon wieder neue drin. Dann nehmen wir nochmal den, damit das gleichmäßig hier... Aber da möchte ich jetzt nur den großen haben. Oh, quick! Wenn ich das sage, kommt der Kleine ran, wie immer. Oh, quick! Nein, nix quick. Oh, quick! Oh, ihr könnt mich doch mal. Oh! Sag mal, ich habe extra einen großen Fisch reingemacht. Wieso beißen die kleinen Fische dann die ganze Zeit an den großen, an den kleinen Fisch? Boah, jetzt ist es aber wirklich hier. Oh, quick! Wollt ihr mich veräppeln? Nee, nicht wieder der Kleine. Yeah. Boah. Ja, das war jetzt aber Geduldsspiel hier.
Eine Miesmuschel, ein Weichtier mit längerer Schale, länglicher Schale, das im Meer anzutreffen ist. Ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Und ebenfalls eklig. Das habe ich nämlich beim vorherigen nicht mehr gesagt. So, wir hatten mit allen gesprochen, soweit ich mich erinnern kann. Wir können jetzt auch, glaube ich, nicht mehr angeln. Aber die Aufgabe, die wir noch haben... Achso, Moment. Dafür brauchte ich... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt den anderen Trank gemacht, ne? Das können wir erst beim nächsten Mal erledigen. Also wenn ich da das Zeug für habe. Das können wir sowieso nicht mal... Achso, genau. Wir müssen mal gucken, was wir dafür eigentlich brauchen. Ich weiß, wir sind jetzt schon wieder eine halbe Stunde dran. Aber ich hoffe, ihr denkt da wie ich, lieber ein bisschen mehr aufnehmen und den Tag dann schön cutten, dass es dann tatsächlich, ja, am Ende ist. Also sprich, die Nacht vorbei und der Tag ist dann schön gecuttet. Ist mir persönlich jetzt lieber, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es lieber habt, wenn das so kleinere Folgen sind oder ob ihr es doch lieber habt, jetzt muss ich mal überlegen, muss ich jetzt dahin? Oder ob ihr es lieber habt, wenn, das war nicht hier, ne? Das war eigentlich nur in meinem Inventar, oder? Nochmal. Oder ob ihr es lieber habt, wenn wirklich der Tag dann zu Ende ist. Oh, das Problem hatte ich doch schon mal. Ach nee. Das muss ich bestimmt auch über dieses Ding hier machen, oder? Weil das gehört ja zum Gartenbereich. Na, wusste ich es doch. Ah, nur Geld und Holz. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, müssen wir das da reinbauen? Nein. Oh nein. Ich will das aber nicht da bauen, Idiot. Je mehr Blumen, umso besser. Dann würde ich sagen, stelle ich das hier unten hin. Wusch. Baue dann das Beet. Wofür wir die Erde dann noch benötigen. Okay, Holz haben wir noch genug. 44. Baue ich dann direkt daneben. Und dann pflanze in der Nähe Blumen, damit... das ist klar. Baue ich dann hier neben, am besten rechts und links. Weil ich habe ja auch noch die Blumen. Ne? Hätte ich jetzt vorher schon reinmachen können, aber ist nicht schlimm. Und dann kann ich das nämlich hier vorne immer holen mit dem Honig. Das wäre... Jetzt freue ich mich so richtig darauf, wenn der Tag zu Ende ist. Weil ich dann endlich den Kompost machen kann. Ja, ich bin auch gerade im Überlegen. Ich glaube, so können wir jetzt auch nichts mehr groß machen. Hm. Gut, wir könnten Fischstäbchen noch machen. Ich hoffe, dass die morgen da ist. Ich hoffe inständig, dass sie jetzt nicht morgen irgendwie Feiertag hat oder so. Ah, die Kinder sind schon wieder beim Vater. So, dann mit ihm habe ich ja, glaube ich, noch gesprochen. Können wir hier noch was einsammeln und ich habe ja noch ein bisschen was übrig von meinem... Wir brauchen ja auch wieder neues Holz, ne, wenn wir jetzt was bauen. Ich will das natürlich nicht einfach alles dann so loswerden, sondern ich möchte dann auch wieder Ersatz haben. Ah, Fliegenpilz, Fliegenpilz. Ah, das ist nicht viel. Na, ich wusste es. Dann kann ich wieder nicht. Ja. I could make or buy some food. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Achso, ich kann das ja abkürzen. Dann gucke ich hier nochmal eben schnell, ob wir da noch irgendwas einsammeln können. Ich glaube zwar nicht dran. Nee, natürlich nicht. Aber das gute Bäumchen wachsen hier immer. Bringt mir natürlich jetzt nichts mehr, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich glaube, hier oben war auch nichts, ne? Nee. Oh, ich brauche sowas wie einen Köcher oder sowas, damit ich endlich mal meinen... Hier laufen tausende von diesen Viechern rum. Und wenn ich vielleicht irgendwann mal was dann dafür bekomme, dann sind die wahrscheinlich alle nicht mehr da. Da wette ich fast rum. Na gut, ihr kennt das Spielchen. Ich werde die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen und wir sehen uns in der Nacht wieder. Bis gleich. So, unsere Miezi ist wieder da. Komm her, ich streichel dich. Oh, such a good cat. Ich gucke immer so hochnäsig. Ne? Andererseits ist es eine Katze, ne? Was erwartet man? Also die Katzen, die ich kenne, die gucken fast alle irgendwie hochnäsig.
Wobei, es gibt auch ein paar, die wahrscheinlich denken, sie sind Hunde oder so, die dann wirklich komplett... Wo sind die jetzt hin? Hallo? Wo ist der Typ hin, der sonst immer hier oben steht? Hä? I know which ones who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess. Aber das Gesicht von ihr, das war echt... The forest is full of useful ingredients for potions. Do not neglect its bounty. Oma ist auch noch nicht da. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. Die reden ja jetzt alles nur noch das Gleiche. Don't go near the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. Ja, ich habe das doch alles schon beim ersten Mal verstanden. Ach, da ist er. I'm not one to mind rules. But you should keep away from the standing stones. You're not ready for that yet. Also ich habe das Gefühl, wenn man deren Aufgabe noch nicht gemacht hat, dann bringt das einen nicht allzu viel, wenn man hier mit denen redet. The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Und man kommt ja auch nicht hoch vom Herzen her. Also ich würde sagen, wenn wir keine Aufgabe haben, die wir irgendwie abgeben können hier im Wäldchen, dann lasse ich das einfach, dann bleibe ich drüben, dann werde ich das auch nicht mehr weiterspielen, also weiterspulen von der Zeit her. Da ist doch gerade was aufgeblüht, das müssen wir mitnehmen. Die ist ja sehr beliebt hier bei dem... Bei diesem Zaubertrank-Ding da. Dann werde ich das einfach sein lassen. Dann werde ich einfach so normal ins Bett gehen. Dann werde ich den Tag beenden. In der Regel ist es ja so, ich glaube, ich hatte keine einzige Ausnahme. Hey, Schlafenszeit. Ich hatte, glaube ich, keine einzige Ausnahme, wo es nicht lang genug war für die Folge. Und ja, das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht, weil wir hören immer nur das Gleiche jetzt, wenn wir mit denen reden. Schon die letzten 2, 3 Nächte irgendwie. Und das waren halt genau die Nächte, wo wir nichts machen konnten. Weil wir noch nichts abgeben konnten. Deswegen, ja, werde ich sagen, nächstes Mal überspringe ich das einfach. Aber wenn der Tag vorbei ist, in der nächsten Folge dann, können wir uns dann aufmachen und das Beet hinstellen. Und ja, mal schauen, was wir noch alles so hinkriegen. Oh, ich hoffe darauf, dass wir unserem Ziel mit der Mine endlich mal näher kommen. Und gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Time for bed.